Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mein Aussortiert-Video für dich, denn, naja, ich benutze Produkte und ab und an darf auch mal was aus meiner Sammlung ausziehen. Hier sind die Produkte drin und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was da drin ist, ich meine, ich weiß es, aber du weißt es noch nicht ganz genau, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Zuallererst möchte ich dir meine neueste Errungenschaft zeigen, die ich gestern von meiner Kollegin geschenkt bekommen habe. Du findest sie ab jetzt hier hinten bei mir im Hintergrund. Ich weiß noch nicht genau, wo ich das hinstellen werde. Und zwar hat meine liebe Kollegin aus dem Marketing mir dieses Bild mitgebracht. Life is full of beauty. Und dann hat sie hier noch ein, so ein Kärtchen draufgeklebt mit Glück. Und sie sagte, oh Claudi, ich war bei Depot und habe da geshoppt. Und dann ist mir das in die Hände gefallen. Und ich musste direkt an dich denken und habe es dir mitgebracht. Und dann kam sie halt im Büro damit an. Und ich musste echt, also, oh, das war so schön. Für meine Kollegin, die mir gegenüber sitzt, hat sie auch noch was mitgebracht. Eine Kaffeetasse. Und mega, 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 mega geil. Also vielen, 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 vielen Dank. Das ist so geil. Ich stelle es erstmal da vorne in den Hintergrund, aber mein Hintergrund wird sich ja eh irgendwie demnächst auch ein bisschen mehr ändern, weil ich ja wahrscheinlich auch in den anderen Raum ziehen werde. Aber das bleibt safe, weil das ist so schön. Das ist aus Holz und das ist, ne, von Depot jetzt, ne? Also wenn du das auch vielleicht in Erwägung ziehst, dir zu holen, gibt es bei Depot. Und ja, ne, ist halt in so einem Holzrahmen und es ist auch Holz wirklich. Hat dann hier auch so zwei Aufhänge, aber ich stelle es in den Hintergrund einfach rein. Ich habe schon mal erwähnt, dass ich die coolsten Kollegen ever habe, oder? Hm, sowas beweist das wirklich immer mehr. Ich finde das so cool, Mann. So, und jetzt kommen wir zu dem, was ich quasi in diesem Video zeigen wollte, und zwar die aussortierten Beauty-Produkte. Und ja, ich habe mich eben schon ein bisschen geschminkt mit dir zusammen. Ich weiß jetzt nicht, welches von den beiden Videos jetzt als erstes hochgeladen wird. Ich denke mal dieses Video hier. Ja, genau. Aber ein Schminki mit dem Fullface, was ich drauf habe, kommt noch. Genau, ja. Also ich habe zum Beispiel auch in diesem Fullface diese Highlighter-Palette von Love benutzt. Die The Glorious Highlighting and Bronzing Palette hatte ich selber in einem Trash-Paket. Habe sie dann jetzt quasi getestet und man sieht auch hier den Highlighter. Ne? Als ich ihn aufgetragen habe, war der richtig intensiv und jetzt in der Kamera kommt er auch ganz gut raus. Im Real Life, ich stand eben auch so im Badezimmer vorm Spiegel, wo ich halt nicht diese krasse Lichterbeleuchtung, Gedönsgeschichte habe. Guck mich an und denke mir, hä, habe ich überhaupt einen Highlighter drauf? Hat man kaum gesehen, ne? Naja, das Ding ist, dass, also dieses wunderschön. Ich liebe Love. Love ist eine ganz, ganz klasse, tolle Marke mit richtig schöner Qualität zu einem guten Preis. Ne, das Packaging wunderschön ist so ein von der Optik irgendwie so ein bisschen wie so eine Schlangenhaut oder Krokodilhaut oder so. Finde ich ziemlich geil. Das fühlt sich auch richtig schön an. Aber es hat mir halt nicht so gefallen, denn ja, der Ton ist mir definitiv zu dunkel. Das ist halt so ein Bronzing-Ton halt auch, ne? Diesen Soft Illuminator, den siehst du gar nicht. Und den Metallic Highlighter habe ich jetzt drauf. Den siehst du, wie gesagt, in der Kamera, aber nicht im wahren Leben, ne? Das sieht irgendwie so, weiß ich nicht, als hätte ich nichts drauf. Und da ich so viele Highlighter habe, wird diese Palette gehen. Was ich natürlich mit diesen Produkten mache, möchte ich natürlich ja auch noch sagen, ne? Ein Teil wird natürlich an Familie und Freunde weitergegeben, ein Teil geht in Trash-Pakete, also wird getauscht gegen andere Produkte, die dann auch bei mir neu einziehen und die ich testen werde. Und ein Teil wird gespendet. Da habe ich ja die Wohngruppe, da habe ich auch schon mal von erzählt. Und genau, da werde ich auch immer wieder jetzt auf aussortiert Produkte zeigen und die werden dann halt entsprechend weitergegeben. Ein weiteres Produkt, was ich jetzt gerade im Gesicht trage, ist dieser Eyeliner. Ich finde den eigentlich... Eigentlich will ich den gar nicht weggeben und eigentlich habe ich den auch schon seit einem Jahr und will ihn wirklich nicht weggeben, weil er halt auch ein Produkt ist, was mir in einem Zuschauerpaket geschickt wurde. Aber ich komme nicht mit Gel-Eyelinern klar. Ich brauchte so lange, um diese Seite vernünftig hinzukriegen und ich greife da einfach nicht zu. Ne? Das ist der hier von Jordani Gold bzw. von Oriflame. Ja, das ist ein Gel-Eyeliner, Supreme Gel-Eyeliner in so einem Pöttchen. Und den trägst du dir halt mit dem Pinsel auf. Ich habe das schon auf verschiedene Arten probiert, ne? Aber ich komme damit nicht klar. Er ist schön schwarz, er ist haltbar, wirklich, ne? Also das ist wie festgetackert. Der wird dir auch nicht im Laufe des Tages abstempeln. Das heißt, ich habe den auch schon eingehend getestet, aber... Nee. Nee, ich komme damit nicht klar. Für mich ist eigentlich ein Eyeliner eher so diese Filzstift-Eyeliner. Damit komme ich klar, damit kann ich gut arbeiten, aber damit leider überhaupt nicht. Tut mir dann auch echt ein bisschen leid, aber ich kann es ja nicht ändern. Diesen Concealer habe ich mir auch ertrashed von NYX, den Gotcha Covered. Ja,
Das ist die Farbe Alabaster. Der ist mir sehr, sehr pastig rausgekommen. Also der war sehr dick. Ich habe ihn drauf gemacht und der war halt auch direkt Full Coverage. Und ich habe mir auch gedacht, oh cool, das sieht schon nicht schlecht aus. Dann habe ich ihn auch gesettet und so. Aber dennoch, er kriecht mir in die Fältchen. Ich musste auch gerade vor dem Video wieder mit dem Finger da fuddeln. Das heißt, er wird mir auch nicht den ganzen Tag über an Ort und Stelle bleiben. Das ist dann auch ein bisschen ärgerlich. Und das setzt sich dann halt echt unschön ab, ne? Ich habe vor allem auch eben mal so ganz... ich gucke manchmal ja auch komisch in den Spiegel. Ich bin da ja auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Da habe ich irgendwie hier auch so weiße Streifen gesehen. Also da, ich habe einfach Lachfalten, ne? Ich bin der Mensch, der lacht. Und da hat sich das halt auch komisch abgesetzt. Und da habe ich andere Concealer, die einfach deutlich besser bei mir funktionieren. Deswegen wird der mich auch verlassen. Eine Foundation. Ja, die habe ich eigentlich geil gefunden. Nude by Nature, das ist diese Foundation. Ich dachte immer, ultra geil und hasse nicht gesehen. Dann dachte ich, vielleicht liegt es an dem Primer, den ich da drunter trage, ne? Weil die Farbe, die hat mir gut gefallen. Und ja, irgendwie auch die erste Konsistenz, der erste Konsistenzeindruck und so. Aber immer, wenn ich sie aufgetragen habe, das ging gar nicht. Also, die hat sich überhaupt nicht wirklich verteilen lassen. Die war total fleckig, die war streifig, die war irgendwie... ganz, ganz merkwürdig. Hat sich null mit der Haut verbunden. Die lag nur auf der Haut und ist dann auch irgendwie die ganze Zeit durch die Gegend gerutscht. Und irgendwie, nee, die funktioniert nicht mit meiner Haut. Ich glaube, meine Haut ist dafür einfach viel zu trocken. Ich habe verschiedene Primer, wie gesagt, damit probiert. Hat alles nicht funktioniert. Egal, ob Glowy Primer, ob Feuchtigkeitsspendender Primer, ob gar kein Primer, ob einfach irgendwie eine Creme drunter, ob Pore Refining Primer, alles Mögliche. Es hat alles nicht funktioniert. Die ist gar nicht so günstig, ne? Und ja, jetzt muss sie aber einfach gehen. Dann hatte ich glaube, in einer Box diesen Monolidschatten drin. Fold Again von The Balm. Das ist dieser hier. Ein Folien-Monolidschatten. Ich meine, ne, wer mich schon länger schaut, weiß, wie meine Einstellung zu Monolidschatten ist. Brauche ich so nicht, denn ich habe so viele Lidschattenpaletten, da brauche ich keine Monos. Ne? Da kannst du nur sagen, okay, ich habe jetzt hier einen Mini-Lidschatten, läuft, was haben wir hier? Ein paar Gramm drin, steht gar nicht drauf, 1,2 Gramm. Und dann brauche ich den auf und kann den dann irgendwann mal stolz in einem Aufgebraucht-Video zeigen. Aber alles andere nicht. Also, ja, das ist halt red-handed, also das ist dieser Ton hier, ne? Vielleicht für den Alltag auch ganz schön, wenn du dir halt einfach nur Mono eine Farbe aufgeben möchtest, aber da greife ich lieber zu einer Lidschattenpalette, die ich habe, wo auch deutlich andere Farben mit drin sind oder keine Ahnung, wo ich dann halt wirklich die ganze Palette benutzen möchte, weil diesen Ton habe ich in x Lidschattenpaletten drin, der ist schön, ne? Also das will ich gar nicht sagen. Der ist auch, ne, halt so ein ganz klassischer Ton. Und wenn ich den jetzt nicht irgendwo in der Lidschattenpalette drin hätte, würde ich den wahrscheinlich auch feiern, ne? Also schon cool. Und hier fliegt gerade ein Flugzeug übers Haus. Aber den habe ich schon in diversen Paletten drin. Und dann brauche ich den nicht noch extra als Monolidschatten. Meine Meinung, ne? Ja, deswegen darf der gehen. Hier habe ich ein Produkt, was ich aus dem The Body Shop Adventskalender habe. Rose Dewy Glow Face Mist. Ja, das ist dieses Produkt hier. Das habe ich auch hier auf dem Tisch stehen gehabt und wirklich versucht, es zu verwenden. Aber ich habe dann jedes Mal gedacht, nee, brauchst du nicht. Ne? Weil wenn ich mich geschminkt habe, dann habe ich ein Setting Spray verwendet. Wenn ich irgendwie Feuchtigkeit haben wollte, dann habe ich hier zum Beispiel von Nutra Skin dieses Hyaluron-Gesichtsspray oder so genommen. Aber dass ich dann mal zu diesem hier gegriffen habe, gar nicht. Also stand hier nur und stand hier nur. Und da hast du auch ein bisschen Schimmer mit drin. Das ist alles ganz schön, aber ich benutze sowas einfach nicht. Deswegen darf es gehen. Ich habe ja das neue Sortiment von Rival Loves Me ausgetestet und ja, die meisten Produkte haben mir echt klasse gefallen, aber halt nicht alle. Eins davon war von Rival Loves Me, die Never Seen Before Mascara. Die fand ich echt öde. Da habe ich ungefähr gar nichts von gesehen. Also das ist für mich noch nicht mal eine Alltagsmascara, weil die mir einfach zu wenig ist. Ne? Das Bürstchen schaut einfach auch relativ unspektakulär aus. Es ist einfach ein Bürstchen, ne? so ein Kunsthaarbürstchen. Riecht auch wie Mascara halt so riecht. Du hast da relativ wenig Produkt dran und das merkst du auch später auf den Wimpern. Also es gibt auch nicht wirklich Produkt auf die Wimpern ab, sodass du dann halt auch nicht wirklich, du hast nicht den Wawawum-Effekt, den ich einfach bei Mascara immer gerne habe. Und bevor sie dann bei mir vergammelt oder so oder in der Ecke liegt und nicht benutzt wird, gebe ich das lieber weiter an jemanden, der es halt benutzt. Dann habe ich hier von MAC einen Mini-Lippenstift in der Farbe Nutmeg. Das ist dieser hier. Ich habe jetzt auch von MAC einen Lippenstift drauf in der Farbe Half Cuff. Den habe ich mir vor 2 Stunden drauf gegeben und habe danach einen Burger gegessen. Und guck mal, wie der immer noch aussieht. Also ja,
da ist ja ein bisschen abgegangen, aber ganz ehrlich, die halten Ewigkeiten. Das ist so geil. Aber die Farbe hat mir nicht gefallen. Habe ich immer mal wieder auch verwendet und eigentlich sagt man auch, komm, so ein Mini-Lippenstift, den kannst du auch mal aufbrauchen, ne? Aber, nee. Also, ja, ne, die Farbe ist jetzt auch nicht verkehrt oder so, aber die ist halt heller als die, die ich drauf habe. Diese Farbe habe ich auch schon bei anderen Lippenstiften zuhauf, sage ich mal. Ich glaube, so rumhalten ist irgendwie besser für meine Hand. Ja. Und, ja, der ist einfach zu hell. Weil, wenn ich den drauf mache, dann sind meine Zähne sehr gelb. Und das ist sehr blöd. Das möchte ich nicht, ne? Deswegen, ja, darf der dann auch einfach mal weiter wandern. Hier habe ich ein Parfüm, das hatte ich mir mal geholt, weil ich die Verpackung so geil finde. Weil, ja, ich irgendwie dachte, da habe ich wohl Bock drauf. Und das wäre vor allem ein Produkt gewesen, was ich im Winter hätte verwenden können, weil es so enorm geil nach Vanille riecht. Das ist von Varenzina White, dieses Parfüm. Das sieht auch echt wunderschön aus. Ich meine, ne, oh, wer auf so einem Kitsch steht wie ich, der mag sowas auch. Riecht auch so richtig, richtig geil vanillig und süß und oh, voll meins eigentlich. Aber ich habe es nie benutzt. Ich weiß nicht warum. Es stand dann halt die ganze Zeit in meinem Schrank und dann habe ich mir gedacht, bevor es in meinem Schrank versauert, gebe ich es jetzt weiter. Weil ich versuche jetzt auch so ein bisschen das auszusortieren. Ne? Also ich möchte im Prinzip in meine Sammlung greifen, sei es Schminksammlung oder Parfüms oder so, dass ich blind reingreife, irgendwas rausnehme, es in die Hand nehme und sage, ja geil, da habe ich jetzt Bock drauf. Aber da habe ich bewusst nicht zugegriffen. Und wenn ich bewusst nicht zu etwas greife, dann hat das irgendeinen unterbewussten Grund. Deswegen kommt das jetzt weg. Es hat jetzt nicht irgendwie Kopfschmerzen verursacht oder sonst irgendwas. Ich habe da einfach nicht zugegriffen. Frag mich nicht, warum. Die Frau ist manchmal echt merkwürdig. Gut, hier habe ich ja aber ein Produkt, ja, was ich schwierig finde. Das ist von Vanessa Mai, die Kooperation mit Alverde, Wolke 7. Den Bronzer habe ich tatsächlich aussortiert, als ich meine Bronzersammlung durchgegangen bin, bevor ich meine Bronzersammlung abgedreht habe. Und dann habe ich mir den angeguckt und mir gedacht, brauche ich den? Will ich den? Nein. Also ich habe ihn schon öfters verwendet. Ne? Gerade dieser Bronzer hat mir eigentlich ganz gut gefallen, im Sommer vor allem. Aber habe ich mir den auch angeschaut und mir gedacht, nee, komm, da sind echt viele Schimmerpartikel drin, das möchte ich so in dem Sinne eigentlich nicht auf meiner Haut haben. Ich habe schimmernde Bronzer, wie jetzt auch von Tarte, dem Park F. Princess, den ich heute drauf habe, was ich schön finde, weil das sehr subtil ist. Dieser Schimmer, der hier in diesem Bronzer drin ist, ist nicht so subtil. Und dann hast du ja auch noch diesen Bronzer-Topper. Also das ist für mich niemals ein Highlighter. Das ist ein absoluter Bronzer-Topper. Ich kann die zwei Produkte auch einfach mal swatchen. Dann siehst du wahrscheinlich auch, was ich meine. Weiß ich nicht. Mal gucken. Ich finde, die sehen eher aus wie Lidschatten, wenn man die so geswatcht sieht, ne? Also auch diesen Bronzer, der ist mir zu warm tatsächlich. Also wenn ich das jetzt wirklich auch so mal sehe auf der Haut, der ist mir einfach deutlich zu warm. Und der Bronzer-Topper, ne, ist mir irgendwie zu glitzerig und viel zu sehr. Es ist halt ein Highlighter eigentlich, ne? Steht das nicht hier sogar drauf, das ist ein Highlighter? Highlighter im Bronzer, genau. Und der Highlighter ist mir deutlich zu dunkel und ich greife da nicht zu. Ich lege es immer bewusst beiseite und deswegen kommt es weg. Auf meinen Augenbrauen habe ich ein Produkt drauf, was jetzt per se so im Ergebnis ganz gut aussieht. Aber im Auftrag war es furchtbar und ich habe Ewigkeiten gebraucht, um das Ergebnis halbwegs tragbar hinzukriegen. Das ist hier von Cien der Brow Perfect Brush and Pen Augenbrauenstift. Ich weiß nicht, ob ich den mal in der Box drin hatte oder ob ich den mal irgendwie im Adventskalender oder so drin hatte. Auf jeden Fall, dieses Augenbrauenprodukt ist halt so ein dreiecksförmiger Stift, sag ich mal. Ne? Also das kommt auch sehr wachsig hier raus. Du benutzt sehr, sehr viel Produkt und weil es halt automatisch schon direkt drauf geht, das, ich weiß nicht, jetzt ist es Winter, ne? So warm ist das hier gar nicht. Und ich denke, wenn ich das im Sommer benutze, wäre es ja noch schlimmer. Nee. Also der Brush hier hinten dran, also dieser Spoolie, den finde ich klasse, der hat mir richtig gut gefallen. Aber so lange, wie ich hier für meine Augenbrauen gebraucht habe, mit diesem Produkt habe ich schon ewig nicht mehr gebraucht. Ich weiß auch gar nicht, welche Farbe das ist. Ich glaube, der hat gar keine Farbe. Steht hier jedenfalls nicht drauf. Nö, ne? Aber kommt jetzt weg, weil er mir einfach zu lästig ist. Hier habe ich ein Produkt, das habe ich von YesStyle, glaube ich, zugeschickt bekommen.
Kölf Madeka Society Clarifying Body Spray. Ja, das ist ein Spray, was du benutzt, nachdem du duschen warst, um zum Beispiel deine Pickelchen zu minimieren, die du auf dem Rücken hast, weil du einfach super damit auf den Rücken sprühen kannst. Also ich habe wirklich auch in meinem Nacken und Rückenbereich tatsächlich so ein paar Pickelchen gehabt und habe dann auch wirklich versucht, die damit einzudämmen. Das hat leider eher nicht so funktioniert, eher das Gegenteil war der Fall. Und deswegen kommt es jetzt weg, weil das bei mir leider eher das Gegenteil halt verursacht hat. Und das fand ich etwas blöd. Also es kann mir nicht alles gefallen, ne? Ich habe halt auch noch ein anderes Produkt von YesStyle, was ich aussortiere. Das ist hier dieses, oh je, ja, Black Tea Scrub Mild Black Tea Essen Herb. Ja, das war halt so ein Gesichtspeeling und das hat gebrannt wie Feuer. Und das habe ich einmal benutzt und dann habe ich mir gedacht, willst du es noch ein zweites Mal probieren? Nein, weil das so wehgetan hat, das kommt jetzt auch weg. Also das war eigentlich ein ganz cooles Produkt und das hat irgendwie auch mich angesprochen und alles, ne? Aber wenn ich es jetzt gerade schon rieche, dann kommt mir auch schon wieder, nee, das kommt jetzt weg. Nee. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber es hat meine Haut einfach nicht vertragen. Das tat mir dann auch leid, aber da kann ich ja nichts für, ne? Das ist einfach meine Haut. Also das sollte die Poren reinigen. Camellia Sinensis Leaf Extract Black Strip Powder Softly Scrubbing. Also Black Strip Powder und Camellia Sinensis Leaf Extract und das kommt weg. Aus der letzten Rival der Loop Young LE habe ich mir ja noch das ein oder andere Produkt geholt. Unter anderem auch diesen Highlighter. Der ist mir einfach zu glitzerig, ne? Also den habe ich aufgetragen und der hat kein Glow in dem Sinne, sondern der hat Glitzer. Der hat richtig Glitzer. Also richtig Glitzer. Ne? Ich weiß nicht, ob man das so sieht, aber das waren halt keine Schimmerpartikel mehr, das war kein nasser Glow oder so, wie ich das bei Highlightern mag. Ich sehe es hier auf jeden Fall, das sind so richtig krasse Glitzerpartikel drin und ich bin 30 Jahre, ich brauche keinen Glitzer im Gesicht. Nein. Nein. Ja, einen weiteren Monolidschatten habe ich aussortiert und zwar von NYX Sweet Chateau. Das ist dieser hier, Cookie Cutter und das ist eigentlich so ein ganz klassischer Verblendeton, ne? Also so sieht er aus. Das ist halt ein ganz, ganz, ganz simpler, matter Ton, den du in so vielen Lidschattenpaletten drin hast. Und ja, ist schön. Ich meine, ich swatche jetzt einen Ton, den man nicht sieht, ne? Aber nee, habe ich in Lidschattenpaletten drin. Brauche ich so nicht. Traurig aber war, diese Pixie by Petra Lidschattenpalette durfte jetzt auch gehen. Hello English Rose, ne? Habe ich ein paar Mal ausprobiert. Hat mir nicht gefallen. Also die Highlighter, die drei, die hier unten sind, habe ich definitiv nicht als Highlighter tragen können. Der war mir zu pink, der war mir zu gelb, der war mir zu rot. Definitiv. Die Farben, die hier drin sind, waren mir zu langweilig und die Lidschattenpalette an sich hat mir von der Form her auch irgendwie nicht gefallen. Ich meine, du zahlst nicht wenig für diese Lidschattenpalette und sie kommt in einem Packaging, was einfach so billig ist. Also dieses Plastik und irgendwie kein Spiegel und nichts mag ich nicht so gerne. Finde ich dann auch irgendwie ein bisschen doof, ne? Da greifst du da auch nicht so gerne zu. Ich habe mir die einfach hingelegt in meine Schminkbox, die ich hier hinter mir stehen habe, wo ich dann halt mich so für Videos mal eben schnell geschminkt habe und dann so ein 2-3 Lidschatten-Look auch immer mal wieder gemacht habe. Und ich habe mich, als ich die verwendet habe, echt geärgert, weil die irgendwie überhaupt nicht das hergegeben hat, was ich von ihr erwartet habe. Und irgendwie sind mir die Töne dann noch zu langweilig gewesen. Ich hatte die in der Hand und eigentlich denkt man sich, okay, ist recht simpel, was für Looks man damit schminken kann, ne? Ist easy, das sind ja recht tragbare Töne. Aber dann habe ich die jedes Mal, wenn ich da, habe ich mir die angeguckt und mir gedacht, boah, was nimmst du denn da jetzt von? Kommt weg. Dieser matte Bronzer von NYX ist mir einfach viel zu rot. Es ist die Farbe Light Clear. Das habe ich euch in meinem Bronzer-Video gezeigt und ihn auch mit euch zusammen aussortiert quasi. Und der ist rot. Ich weiß nicht warum, aber auf meiner Haut ist der einfach rot. Ich sehe damit aus wie eine Squaw. Ne? Ja, da wirkt er jetzt nicht so rot, wie er ist, aber er ist rot. Er ist wirklich rot. Also, weiß ich nicht. Ne? Geht gar nicht. Also für mich geht der auch gar nicht. Deswegen, ciao. Dieses Make-up-Eye von Essence ist das, glaube ich, wird jetzt auch aussortiert, weil mir das einfach viel zu hart ist. Das ist bretthart. Ne? Also wenn ich normalerweise diese Schwämmchen habe, dann sind die deutlich flexibler und der ist wirklich, wirklich hart. Damit klopfst du dir aufs Gesicht ein, als gäbe es keinen Morgen mehr. Nee, ciao. Das Produkt auszusortieren tut mir furchtbar weh. Auch wenn ich es erst mal ertrashed habe und es nicht gekauft habe oder Geschenke gekriegt habe, tut es mir weh, weil es ist von Too Faced, Leute.
Es tut mir einfach weh, Leute, wirklich. Der Love Light, You Light Up My Life Highlighter. Und warum wird er aussortiert? Wegen der Farbe. Ich kann ihn einfach nicht tragen. Er ist Gold. Leute, ich kann ihn nicht tragen. Er ist mir einfach viel zu dunkel. Ob Sommer, ob Winter, ich kann ihn einfach nicht tragen. Wenn, dann könnte ich ihn mal so als Lidschatten tragen. Aber wer braucht so einen riesengroßen Lidschatten? Ich nicht. 9 Gramm Lidschatten braucht kein Mensch, ne? Ja, er ist wirklich Gold, ne? Also ich habe ihn ja noch in einer anderen Farbe da. Aber der ist einfach leider, leider viel zu Gold. Viel zu dunkel. Leider. Weil ich finde die Verpackung wunderschön. Es ist Too Faced und es ist... Tut mir weh, wirklich. Sowas tut mir wirklich weh. Ein Produkt, was ich ebenfalls aussortiere, was mir weh tut, weil es eigentlich ein recht teures Produkt war, aber es war halt in der Box drin, das heißt, ich habe natürlich nicht den Preis dafür bezahlen müssen, ist von Hello Body Coco Smooth Daily Eye Cream. Das ist diese hier. Die habe ich eine ganze Weile getragen, also morgens und abends verwendet. Ich finde sie aber nicht reichhaltig genug für mich, muss ich gestehen. Meine Augenpartie, meine untere Augenpartie ist dadurch nicht gut geworden. Also die ist sogar ausgetrocknet. Also jeden Concealer, den ich dann aufgetragen habe, hat gecreased, hat gekrümelt, hat furchtbar ausgesehen. Ich habe echt, also das ging gar nicht. Jedes Mal, wenn ich mich geschminkt habe, hätte ich heulen können, weil meine Augen einfach mich gehasst haben. Und nee, der wird jetzt aussortiert. Ich habe dafür wieder endlich meine Clinique All About Eyes in Verwendung. Und ja, das ist einfach für mich leider zu wenig. Von Bare Minerals. Aus dem Adventskalender wird ein Produkt aussortiert. Ich habe ja mein Full Face Bare Minerals mit euch auch zusammen geschminkt. Das ist hier der Bronzer in der Farbe Faux Teint. Oder Faux Teint? Also falscher Bräunungsgrad, wie auch immer man das nennen mag. Das ist so ein richtiger Schimmerbronzer. Ist mir einfach zu schimmerig. Viel zu schimmerig. Viel zu krass pigmentiert schimmerig. Und auch ein Stück weit zu... Passt einfach nicht. Nee, ne? Zu warm. Also das ist halt so ein mineralischer, sprich das ist in Puderform, ne? Hier kommt er auch raus. Ja, es geht einigermaßen, ne? Also der hat schon so Schimmerpigmente mit drin. Das ist jetzt dieser hier, ne? Ist nichts für mich. Nee. Und jetzt habe ich das an der Fingerse und mein Finger glitzert und nee. Also ich brauche das nicht. Wenn ich Bronzer habe, der leicht schimmert, wie gesagt, dann nehme ich gerne den, den ich drauf habe, den Park F. Princess. Ne? Aber ansonsten bei Bronzern nehme ich lieber matte Bronzer. Ja, das ist nichts für mich. Ja, von Catrice Healthy Look Mattifying Powder Translucent. Das ist dieses hier in der Farbe 010 Luminous Light. Das habe ich ebenfalls aussortiert, weil es einfach viel zu mattierend ist, ne? Da sehe ich tot mit aus. Das muss nicht sein. Das trocknet meine Haut immens aus und das passt einfach nicht zu mir und deswegen, ciao. Von Trend It Up 3D Chrome Kajal mit einem Anspitzer habe ich hier einen Eyeliner. Das ist dieser hier. Ja, den sortiere ich aus aufgrund der Farbe. Den habe ich jetzt, also solche Eyeliner trage ich gerne so in der Woche quasi, wenn ich zur Arbeit gehe, ganz normal. Das ist jetzt die Farbe 040, langanhaltender, geschmeidiger Präzisionskajal mit Schimmerpigmenten, hochpigmentiert und wasserfest. Hier steht auch Kajal drauf und nicht Eyeliner. Deswegen gehe ich davon aus, dass er auch gar nicht dafür gedacht ist, um ihn oben aufzutragen, sondern um ihn in der Wasserlinie aufzutragen. Das mache ich aber nicht, weil meine Augen dadurch einfach viel zu klein aussehen, ne? Deswegen, und die Farbe war wirklich 3D Chrome. Also das ist, ja, ich habe den jetzt mal... Einmal ein bisschen doller aufgetragen und einmal nur einen Strich gemacht. Ne? Das ist schon sehr stark pigmentiert, definitiv. Aber der hat halt so blaue Schimmerpigmente mit drin, die einfach nicht zu mir passen. Also das ist einfach zu bläulich für mich. Der hat auch nicht jetzt irgendwie verschmiert, abgestempelt oder sonst irgendwas. Also den in einer anderen Farbe kann ich mir wirklich gut auch vorstellen. Aber die Farbe war überhaupt nichts für mich. Dieses bläulich schimmernde Schwarz passt nicht zu mir, weil ich einfach keine blauen Augen habe. Ich habe grünbraune Augen, da wird ein brauner Kajal passen, ein grüner Kajal, ein brauner Eyeliner oder ein grüner Eyeliner für den Alltag, einfach um so einen leichten Gedönsen-Kramsen zu haben. Oder halt ganz klassisch schwarz, aber blau sieht dann halt echt bei mir zu bunt aus. Auch wenn es jetzt hier nicht so sehr bunt aussieht, das sieht ja eher schwärzlich aus, aber es ist tatsächlich mit so einem Blauschimmer. Und wenn ich mich dann immer so auf der Toilette halt im Spiegel gesehen habe, habe ich mir jedes Mal gedacht, okay, Claudi, auf welche Party willst du als nächstes gehen? Nee, deswegen,
darf der mich jetzt auch verlassen. Zwei Nagellacke haben mich ebenfalls jetzt enttäuscht oder wie auch immer. Sie dürfen mich verlassen. Das ist einmal dieser hier von Boho Cosmetics in der Farbe Rose Poudre. Den habe ich tatsächlich getragen und den mit anderen Nagellacken kombiniert, weil er mir alleine einfach nicht so deckend war und nicht deckend wurde. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich eigentlich die Farbe ganz cool finde, ne? Dieses, altrosa quasi, ne? Aber es hat mir einfach auf dem Nagel nicht gefallen. Da musste ich 3-4 Schichten auftragen, dann trocknet der natürlich nicht und nee, vielleicht funktioniert er bei irgendwem anders, aber bei mir funktionieren solche Nackenlacke dann einfach nicht, weil ich wirklich runde Nägel habe. Vielleicht funktioniert es bei jemandem, der wirklich einen geraden Nagel hat und nicht so stark abgerundet. Das geht ja richtig, ne, tief in die Ecken da bei mir. Deswegen, oh Gott, wie sehen meine Nägel aus? Sag das doch mal einer hier, du. Nein, egal, ich bin ja auch am Swatchen und so, ne? Deswegen hat das einfach nicht funktioniert. Also es ist bei mir alles runtergerutscht und obendrauf war nichts, egal wie dünn ich den aufgetragen habe. Es wurde halt immer oben so, also nicht, sondern es wurde halt oben immer so durchsichtig, dass es halt immer durchsichtig oben geblieben ist. Und das macht für mich einfach keinen Sinn. Deswegen, ciao. Ähnlich erging es mir bei dem Yves Rocher Le Vernis. Das ist dieser hier in der Farbe Camélia Nacré. Ist eine wunderschöne Farbe, ne? Dieses Rosa, was so schön perlmutt schimmert. Aber da habe ich einen von Nails Inc., der sehr ähnlich dazu ist. Halt nicht so rosastichig, also nicht so extrem rosastichig. Aber der einfach auf meinen Nägeln hält. Der nicht jetzt irgendwie runterrutscht oder sich verdünnisiert. Und hier geht schon wieder was ab. Was ist das denn hier? Na, ich weiß auch nicht. Merkwürdig. Ja, auf jeden Fall darf der mich jetzt verlassen. Weil hat nicht funktioniert. Ja, ihr Lieben, und das war's mit den Produkten, die ich so in letzter Zeit aussortiert habe. Ich denke, dieses Video wird es dann immer wiederkehrend geben, dass ich dann auch immer mal wieder Produkte zeige, die bei mir halt nicht so funktioniert haben und die halt dann auch dabei sagen kann, warum nicht. Und denn nicht alles kann auf meinem Gesicht funktionieren. Ich habe ja kein universell geeignetes Gesicht, wo alles 1A immer läuft. Leider nein. Ne? Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aussortiert und plattgemacht Videos. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!